Hi, Norbert hier von Bulletbike aus Bremen. Ich zeige euch heute mal den Laden und so ein paar Neuigkeiten, die wir dieses Jahr im Portfolio haben. Lasst uns mal reingehen. Zuallererst mal vielen Dank für das erfolgreiche letzte Jahr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, eure Räder zu bauen und zeige euch jetzt mal die Neuigkeiten. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass wir mittlerweile drei Größen haben, die ihr hier an der Wand seht. Das mittlere Standard-Bullet, das X-Bullet von Larry vs. Harry und unsere Spezialität, das Shorty, was ihr da rechts seht. Viele von euch kennen mich nur unter bulletbike.de. Da wir jetzt allerdings mehrere Marken im Portfolio haben, haben wir uns dazu entschlossen, eine Firma zu gründen, die United Cargo Bike GmbH. Darunter findet ihr verschiedene Marken wie Tenno 7, Velo, Maniac Insane und so weiter. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Mittlerweile haben wir auch für das X-Bullet Boxen. Die seht ihr hier von More Cargo Bike. Schön leicht. Aus recyceltem Kunststoff. Geräumig. Klappert nicht. Abschließbar und auch wieder recycelbar. Werft gerne mal einen Blick da rein. Wir sind jetzt hier im Showroom, wo wir unsere Beratung machen. Und hier haben wir schon das erste Objekt der Begierde, die neue Federgabel mit der titanveredelten Lenkstange. Das ist eine 34er Mobi und Cargo zugelassen. Dazu, zu dem Set, gibt es halt die Lenkstange, die Federgabel, die entsprechenden Halterungen für das Schutzblech. Und hier in dem Fall haben wir ein Kugelgelenk aus dem Motorsport verwendet. Das sorgt dafür, dass es gleichzeitig das Speedwobbeln, was manchmal auftritt, verhindert. Dann kommen wir zum Appendix. Hier haben wir einen neuen Akku drunter. Ihr kennt vielleicht die Flaschenakkus von Appendix. Und wir haben zu Appendix gesagt, wir brauchen einen Akku, den man unter Ladefläche baut. Und dann haben wir von den Appendix-Leuten diesen ersten Prototypen bekommen. Das fährt auch schon, nur mit dem Licht sind wir noch nicht so ganz zufrieden, weil das etwas flackert. Der Lichtausgang ist nicht stark genug für unsere Zwecke. Aber da sind wir dabei, eine Lösung auch zu finden. Die Ansteuerung beim Appendix haben wir dann hier hingelegt, haben wir auch ein Aluminiumteil fräsen lassen, sodass das hier schön versteckt am Rahmen dran ist und nicht hier irgendwo was nicht so gut aussehen würde. Genau, jetzt im Moment noch mit einer Kettenschaltung, aber da sind wir auch dabei, den Appendix-Motor mit einem Piniongetriebe zu vereinen. Das wird auch nicht mehr lange dauern, da sind wir da soweit. Der Appendix-Motor hat den Vorteil, dass er zum einen 70 Newton hat und entsprechend auch für bergige Regionen und gerade für einen Lastentransport hier wie bei einem X-Bullet gut geeignet ist. Der Motor selber hat einen Kranz, wo die Speichen dran befestigt sind und der Motor selber, den kann man auch rausnehmen. Das heißt, im Falle einer Reparatur, der Motor muss eingeschickt werden etc., nimmt man nur das Innenteil, den Motor halt raus, das Rad und so weiter, die Speichen, das bleibt alles hier. Also sehr wartungsfreundlich. Und ihr könnt euch da auch noch auf weitere Innovationen seitens Appendix und United Cargo Bike freuen. Da sind wir hier auch schon bei dem nächsten schicken Bullet, das Vigorelli. Davon gibt es oder gab es 25 Stück, die mit einer GRX-Schaltung ausgerüstet waren, also mit einer kompletten Gruppe und 25 Rahmen. Das hier ist ein Kundenrad, was wir für den Kunden aufgebaut haben, original, so wie es aus Kopenhagen kam.
Und hier im Hintergrund seht ihr meinen Vigorelli mit STI-Hebeln und einer GRX-Schaltung auch. Und noch ein bisschen schicken Schnickschnack, den ich gut finde. Hubbremsen beispielsweise. Und die titanveredelte Lenkstange, die ist hier auch dran, die hat der Kunde sich gewünscht. Wie gesagt, titanveredelter Stahl, sehr verwindungssteif, also sehr direkt die Lenkung, rostet nicht, ist allerdings auch ein Stück schwerer, bewegt sich so um die 200 Gramm. Aber dafür sieht halt sehr edel aus. Niemals Rost, was ja auch nicht so übel ist bei so einer Lenkstange, die auch gerne mal irgendwo aufsetzt oder langschrammt. So, dann haben wir hier die STI-Hebel mit Piniongetriebe. Die hatte ich ja schon bei der Eurobike vorgestellt und im letzten Cargo Bike Lovers Video. Wir haben aber mit dem Verkauf noch gewartet, weil wir die halt zertifizieren lassen wollten von Pinion. Wir haben die Zertifizierung ist jetzt durch, wir haben die bekommen und ohne Beanstandung von Pinion halt ja zugelassen und sind jetzt verkaufbar. Neben dem STI-Hebeln haben wir auch noch jetzt auf vielfachen Wunsch der Kunden Daumenhebel angefertigt, die auch mit dem P-Getriebe kompatibel sind. Und wir werden in Zukunft auch für das C-Getriebe entsprechende Hebel bauen. Also sowohl STI-Hebel als auch Daumenshifter. Dann lasst uns mal eben in die Werkstatt gehen, dann zeige ich euch auch noch die Daumenhebel. Ja, hier sind wir jetzt in der Werkstatt, in der die Fahrräder zusammengebaut werden. Klar wird hier nicht geschweißt, das passiert in einer anderen Werkstatt, aber die Räder kommen nach dem Lackieren hierher oder sind im Lager, werden dann aus dem Lager geholt und werden dann hier montiert. Und das dauert bis zu 5 Tagen für ein Rad. Je nachdem, wie aufwendig das Rad ist, was da dran ist an Bremsen und so weiter, Lichtanlage, alles Mögliche. Da gibt es ja kaum Grenzen. Hättet ihr gedacht, dass auf so kleinem Raum so große, schöne Räder gebaut werden? So, hier seht ihr die Daumenhebel. Das Rad ist jetzt schon verpackt, weil das in der kommenden Woche in die Schweiz geht, nach Zürich. Die sind jetzt auch schon im letzten Video von den Cargo Bike Lovers waren die Hebel noch aus dem 3D-Drucker. Die sind jetzt auch schon entsprechend gefräst und eloxiert. Lassen sich wunderbar schalten. Das ist jetzt ein neues Getriebe. Das ist noch ein bisschen hakelig, aber das haben ja auch die Drehgriffe so an sich. Je mehr das eingefahren ist, das Getriebe, umso leichter wird das zu schalten sein. Für alle Fans von Daumenshiftern haben wir jetzt auch die Daumenhebel im Portfolio für die Pinion-Schaltung. Das ist derzeit nur mit dem P-Getriebe kompatibel. Wir werden die aber auch für das C-Getriebe auflegen. Da sind wir noch dabei, dass Schaltmodul für das C-Getriebe zu designen. Klar muss man beim 18-Gang-Getriebe mehr schalten, aber wer schaltet schon vom ersten Gang in den 18? Das macht man nicht, glaube ich. Der kleinere Hebel zum Hochschalten, der untere Hebel zum Runterschalten der Gänge. Man schaltet immer einen Gang, sodass man sich auch nicht verhaspeln kann und aus Versehen 2 oder 3 schaltet. Deswegen sind wir bei einem Gang auch geblieben. Zurück im Showroom zeige ich euch jetzt mal das neueste Bike, was wir im Programm haben. Ein Schof und Jensen. Erstmalig auch mit einem Piniongetriebe. Doppeldecker sozusagen. Die Ladeflächen sind klappbar. Wenn man sie nicht braucht, klappt man sie einfach hoch. Die Box ist, kann man auch abnehmen. Kann man entsprechend eine Plattform drauf machen, so ähnlich wie beim Omnium. Und ideal natürlich auch für den Biertransport. Hinten haben wir bei dem Rad jetzt eine Pinion-Narbe drinne und Saint Bremsen sowie ein P19-Getriebe in Rot. Die Farbe, ja, ein sehr haptisches
rostbraun, würde ich mal sagen. Sieht hier drinnen, vielleicht kommt das nicht so zur Geltung, aber draußen im Tageslicht schon sehr edel. Vorne ein Sonnendynamo, der auch sehr gut mit der Supernova harmoniert. Und dazu die Billy Bonkers von Schwalbe. Neben den Bullets und jetzt auch Schof und Jensen haben wir natürlich weiterhin die Omniums im Programm, die ihr auch sehr individuell von uns aufbauen lassen könnt. Auch mit einem Pinion-Getriebe oder hier ist es halt ein Titan-Omnium mit viel Hope da dran, Hope-Namen, Lightskin. Ein ausführliches Video über diese beiden Räder, über die beiden Sonderräder findet ihr auch bei den Cargo Bike Lovers unter diesem Link. Hier nochmal das Military Bullet, das ein Kunde der dänischen Armee sich bestellt hat, mit sehr viel Liebe zum Detail, aber das findet ihr alles in dem Video. Noch ein, zwei News zu dem Omnium 424. Da werden wir auch den kleinen Neo Drives Motor einbauen, der dieses Jahr auf den Markt kommt. Der wird etwa die große Größe von einem Male Motor haben. Der lässt sich leichter integrieren in das Omnium. Natürlich wollen wir dann auch den Akku verstecken und werden den unter der Ladefläche irgendwo anbringen. Ich finde das immer nicht so schön, wenn man die Akkus sieht und wenn man die Möglichkeit hat, ihn zu verstecken, umso besser. Die Omnium-Rahmen, die gibt es jetzt auch alle schon einige Zeit länger, mit der Möglichkeit, einen Gates-Riemen zu fahren. Alle, die wir jetzt noch auf Lager haben, bis auf wenige Sondermodelle, haben schon die Öffnung für einen Gates-Riemen. Das neueste Mitglied der Cargo Bike Family ist das 1007 mit einer abnehmbaren Ladefläche und neu jetzt auch die Holzbox, die sich leicht zusammenklappen lässt oder aufklappen lässt. Und wirklich schön leicht. Darunter haben wir, ich stelle es mal hier rüber, das Netz, wo man schön mal Sachen drunter stecken kann, ohne die gleich irgendwie mit Riemen festzumachen. Das ist einfach schnell drunter, fertig und los. Ich zeige euch nochmal eben gerade, wie man die Ladefläche abnimmt. So, dann ist er auch schon runter. Dann hat man ein schönes, schmales Rad. Und die Bundesbahn kann dann auch nicht sagen, ja, Cargo-Bikes nehmen wir aber nicht mit. So sieht es jetzt nicht mehr aus wie ein Cargo-Bike. Können Sie schlecht rausreden. Sehr viel Liebe zum Detail haben Sie auch bei der Verlegung der Lichtleitung gezeigt, die innen lang gehen. Und hier haben wir auch dann schon gleich eine Lightskin-Sattelstütze eingebaut, auch mit innen verlegten Kabeln. Nichts, was hier außen dran hängt. Ja, sehr viel Liebe gezeigt. Bei dem haben wir auch gleich den Sonnennahmdynamo mit eingebaut und auch den Sonnenscheinwerfer von unten hängt. Da wurde schon gleich viel Augenmerk auf Details gelegt. Beim Omnium ist das immer etwas problematisch mit dem Licht. So, hier sind wir dann auch schon beim Maniac Insane. Wer es etwas leichter haben möchte, leichter geht es, glaube ich, kaum im Lastenradbereich. Die Quirler, Carbonlaufräder, der Lenker, ja, was die Schaltung, also ich wüsste nicht, wo man da noch viel sparen kann. Natürlich kann man noch leichtere Bremsen vielleicht nehmen, da sind jetzt Magura MT5 dran, aber die passten einfach so von der Farbgebung her sehr zum Rad.
Die Farbe, das ist ein Midnight Purple. Kennen die einen oder anderen vielleicht aus Fast and Furious vom Nissan Skyline. Kommt gerne mal vorbei in Bremen und fahrt es mal Probe. Ihr werdet begeistert sein. Da Julian mich gerade nach den Preisen für dieses schöne Fahrrad gefragt hat, wir liegen da etwa bei 16.500 Euro. Das wäre dann die Summe von 1 € pro Gramm Fahrrad. Bei dem Rad ist tatsächlich die Vernunft außen vor geblieben. Das ist wirklich ein Rad für Enthusiasten, die was ganz Besonderes haben möchten und mit dem Rad auch sicher bekommen. Natürlich gibt es das Rad auch nicht ganz so hochwertig aufgebaut, dann liegt es in etwa so bei 11.000 bis 12.000 Euro. Aber es ist halt komplett aus Carbon und in Deutschland gefertigt, nicht in Taiwan oder China, sondern in Deutschland, in Darmstadt, wird dieser Rahmen gefertigt. Für alle, die bis jetzt das Video geschaut haben und noch dran sind, nochmal die neuesten News zu der Pinion MGU. Wir werden die in Kürze auch ins Bullet bauen, um sie zu testen. Bei der MGU ist es ja so, dass da auch erst geschaltet wird, also das Getriebe drin ist, dann kommt der Motor und die Kraft wird nach hinten übertragen auf die Narbe. Ich war bisher immer dagegen, gegen dieses Konzept, aber da das ja so ist, dass auch in dem Falle erst geschaltet wird und dann verstärkt wird, bin ich zu dem Schluss gekommen, auch dass diese Einheit, die MGU, ins Bullet zu bauen. Das wird aber nicht vor Ende des Jahres serienreif sein. Wir machen jetzt erstmal die ersten Tests. Vielleicht werden wir auch mal eins davon mit zur Eurobike nehmen. Das wird die Zeit zeigen. Bleibt auf dem Kanal, dann bekommt ihr die neuesten News von mir, von Julian und von Danny. Ciao.